ist eure Sonja Ariel von Staden. Ich habe gerade wieder am frühen Morgen die Aufgabe bekommen, etwas aus meinem Herzen zu euch zu sagen. Es geht um die Massenmeditation, von der auf YouTube seit Wochen immer wieder berichtet wird und ein Video, das von allen geteilt wird, wo es darum geht, dass ich heute am Vollmond vom 20. auf den 21. Januar 2019 alle Menschen verbinden sollen, damit wir die kritische Masse von 144.000 gleichzeitig für den Frieden und das Licht meditierende Menschen erreichen. Ich finde die Idee ganz großartig, dass ganz viele Menschen gleichzeitig für Liebe, Frieden und das neue Zeitalter meditieren. Das ist etwas sehr Wichtiges. Ich habe mich in meiner Morgenmeditation, die ich immer mache, und ich bin gerade, wie ihr seht, nicht zu Hause, sondern auf Reisen in der Schweiz bei lieben Freunden. Deshalb ist das Licht auch nicht optimal, es ist mir gerade egal. Ich habe mich ein bisschen verbunden mit diesem Feld und mir ist etwas sehr Wichtiges in den Sinn gekommen, eben, dass ich teilen soll. Wenn wir alle meditieren, wenn wir beten, wenn wir unsere Liebe, unser Licht verbinden oder auch alleine einfach in die Welt senden, dann lasst uns das bitte frei tun. Dieses Video, das ich immer wieder geschickt bekommen habe, das mir die Menschen auch immer in die Kommentare zu meinen Videos geschrieben haben, ist sehr begrenzend. Es wird nicht unbedingt gefordert, aber doch empfohlen, ganz bestimmte Dinge zu tun zu einer bestimmten Zeit, und man muss etwas visualisieren, etwas ganz Bestimmtes aussprechen, damit es wirkt, damit das Licht gegen die Dunkelheit kämpfen kann, und es wird für mein Gefühl viel zu viel Angst gemacht. Es wird wieder mit der Angst gespielt, mit dem Gefühl, dass nur das funktioniert, dass es nur diese Wahrheit gibt. Und wenn wir das nicht tun, dann funktioniert es halt nicht. Und das erinnert mich immer so sehr, so stark an die Kettenbriefe, die unterwegs sind. Nur wenn du das machst, wenn du das 20 Mal teilst zu einer bestimmten Zeit und das dann zu dir zurückkommt, dann hast du Glück. Und wenn nicht, dann hast du ganz viel Unglück. Ich hatte ein Video dazu gemacht, Liebe oder Angst. Also was wählst du, wenn du meditierst, wenn du dich verbindest, wenn du deine Liebe, dein Licht, deine Energie in die Welt schickst, mach es bitte frei. Frei von Angst, frei von Verzweiflung, frei von Bedingungen und Erwartungen, dass etwas ganz Bestimmtes passiert. Und mach dich davon frei, dass du Angst hast, dass wenn es nicht passiert, du etwas falsch gemacht hast. Wenn wir unser Licht, unsere Energie, unsere Liebe in die Welt senden, sollte es ein Geschenk sein von uns an die Welt. Ob du es mit Reiki machst, ob du es aus dem Herzen machst, ob du es mit irgendwelchen Techniken machst, Methoden, was auch immer. Schenke es der Welt, schenke es dir selber, frei von Erwartungen, frei von Bedingungen, frei von all den Emotionen, die das Feld doch wieder nur stärken, das uns begrenzt. Je mehr Freiheit wir alle in die Welt senden,
eben erwartungsfreie, bedingungsfreie Liebe, bedingungsfreies Licht, desto mehr können wir das Begrenzende auflösen in Liebe, ohne Angst. Angst begrenzt, Liebe macht frei. Und ich rede nicht von einer natürlichen Angst vor etwas, das uns akut verletzen könnte. Ich rede von der begrenzenden Angst, die uns ganz klein macht, kleiner als andere. Kein Mensch ist kleiner als der andere oder größer als der andere. Wir sind alle gleich. In unseren Facetten sind wir individuell, aber wir sind nicht besser oder schlechter als andere. Und genau das dürfen wir in die Welt senden. Ich weiß nicht, wann du dir dieses Video anschaust. Es ist nicht alleine am 20. auf den 21. Januar 2019 wichtig, dass wir uns verbinden. Und es ist auch nicht wichtig, dass wir zur gleichen Zeit meditieren, auch wenn es dann ein sehr starker Impuls ist. Du kannst dich natürlich mit Freunden zusammentun und mit ihnen meditieren. Du kannst einen Meditationskreis ins Leben rufen. Das ist ganz wundervoll. Du kannst auch andere Kreise aus Menschen zusammenfinden, die einfach ihre Lebensfreude teilen und auch ihre Zukunftsvision. Es geht darum, dass wir eine freie Welt erschaffen, die nicht mehr von Macht und Gier manipuliert wird. Und das dürfen wir auch erstmal in uns lösen. Angst, Macht, Gier, Verzweiflung, das ist das, was das begrenzende Feld, die begrenzende Matrix nährt. Eine Form von freier Energie, die wir in uns einladen, ausdehnen und, wenn sie überquillt, in die Welt schicken. Das ist das, was befreit, was uns befreit, was andere befreit, was dazu beiträgt, dass Menschen so viel Energie bekommen, dass sie aus dem Dämmerschlaf der Manipulation aufwachen und endlich ihre eigenen Entscheidungen treffen, sich aus dem Sog lösen, dem Sog der Angst und Verunsicherung. Also mein Wunsch und das, was ich weitergeben soll und darf, ist, dass du, wenn du das Gefühl hast, etwas teilen zu wollen, es als Geschenk siehst, es frei in die Welt schickst und nicht erwartest, dass etwas passiert. Du darfst dich sehr, sehr gerne öffnen dafür, dass etwas zurückkommt, dass du diesen wunderschönen Kreislauf erlebst, ein Kreislauf aus bedingungslos Schenken und offen empfangen. Wir dürfen auch nehmen, wir dürfen geben und nehmen. Das ist der natürliche Kreislauf auf Erden. Aber bitte frei von Angst, frei von Verunsicherung und all den anderen Gefühlen, die uns begrenzen. Lasst uns alle in unserer Freiheit das Leben genießen. Und ich weiß, dass viele Menschen denken, dass wir nicht frei sind. Ich fühle mich frei und das alleine zählt, auch wenn andere denken, dass das gar nicht funktionieren kann, dass es keinen freien Willen gibt. Für mich gibt es das, weil ich es fühle. Das Gefühl zählt und nicht das, was andere sagen, was andere uns an Begrenzungen auferlegen wollen. Ich sende ganz viel Liebe zu dir, in die Welt, frei, ohne Erwartungen und wünsche dir einfach, dass du dich frei fühlst, dass deine Energie frei fließt, dass deine Liebe frei fließt und sende dir das Allerbeste für dich, was du brauchst, was du willst. In Liebe, deine Sonja Aria von Staden.